Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Horrorprojekt. Ich sitze hier noch ein bisschen, wie immer, wie Wurst. einfach auf Aufnahme geklickt und habe mich noch gar nicht richtig zurecht gemacht. Ich habe mich gerade noch zwei Gläser Cola auf Ex, weil, boah, ich unfassbar warm gerade, oder? Unfassbar warm. Es soll vielleicht mehrmals Donnerstag, und ich glaube, es soll Samstag regnen. Ich wünsche, es würde morgen schon regnen, weil ich Samstag eigentlich zu einer Gartenparty möchte. Da wäre das sehr unpassend. Aber man kann es sich ja nicht aussuchen. Wir spielen Necro, ja, ich würde sagen Immortalis, aber da es ein Doppel-L ist, Immortalis, spricht mir das dann so aus. Ist das ein Schreibfehler? Ist das mit Absicht? Man weiß es nicht. Die Musik ist irgendwie schön und entspannend, oder? Ich würde es jetzt nicht bei einem Horrorspiel vermuten. Mir gefällt die Musik wirklich gut. Ich finde es so irgendwie komisch bei dem Spiel, oder? Irgendwie komisch. Ja, jedenfalls tatsächlich das zweite Spiel, das ich geschenkt bekommen habe. Vielen Dank nochmal an Firebird. Der mir das Spiel auch per Steam geschickt hat. Deswegen spiele ich das natürlich jetzt auch mal sofort und gucke mal rein, weil hier gerade habe ich ja Dingens gespielt und das ist ja nur Early gewesen und das hatten wir dann in der Stunde abgefrühstückt. Naja. Andere haben ja, glaube ich, nur eine halbe Stunde gebraucht. So. Ihr guckt mal. Ich fand das gerade ganz interessant und zwar storymäßig habe ich mich gerade was heißt gespoilert? Ich habe mir das halt gerade nicht durchgelesen bei Steam, was da stand. Ich werde mich jetzt mal überraschen lassen, worum es geht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, das hatte ich auch auf meiner Steam-Wunschliste. Hat aber nicht zu bedeuten, dass ich mir das Spiel auch mal im Detail angeguckt habe. Manchmal ist das auch so, dass ich dann durch die Steam-Liste husche und ich gucke mir dann ein bisschen Trailer an, ein paar Bilder und pack das dann einfach zack auf die Wunschliste. Vor allen Dingen günstigere Games, alles unter 10 Euro packe ich sowieso einfach drauf. Und wenn das dann irgendwann im Angebot ist, dann gucke ich mir das nochmal richtig an. Und wenn es dann eh nur ein paar Euro kostet, dann kaufe ich mir das auch einfach. So. Und zwar ist das auch am 1.6. rausgekommen. Fand ich ganz lustig, weil das, was wir gerade gespielt haben, kam ja auch am 1.6. raus. Das ist aber eine Vollversion, das ist keine Early. Und zwar haben wir hier Endings. Achso, das könnt ihr gar nicht sehen. Moment. Moment. So kann ich meine Kamera, Video, ich kann gerade meine Kamera nicht. Ich weiß nicht, warum meine Kamera nicht reagiert, aber hier könnt ihr sehen, hier muss ich das Spiel mal eben verschieben, anstatt die Kamera. aber verschiedene Endings, ich gehe nochmal zurück, hier Play, Endings, bla bla bla. Endings sind schon einige, würde ich sagen, bin mal gespannt. Found Notes haben wir nur das hier. Weiß nicht, ob hier vielleicht alles nachher voll ist. Ich weiß es nicht. Credits gucken wir uns auch mal kurz an. Created by Vidas. VidasGames.com. Special thanks to Eustace. Help with the models and story. Silent Hill Games Inspiration. Das wurde mir auch von Firebird geschrieben, dass er mir das geschickt hat, weil wegen Conclus, ne? Conclus fand ich ja auch ganz gut, weil es halt Silent Hill inspiriert war und tatsächlich auch so war. Ich habe schon mal irgendein anderes gespielt, wo gesagt wurde, ja, Silent Hill inspiriert und da habe ich so gar nichts von Silent Hill gefunden. Bei Conclus kann man das ja tatsächlich so sagen. Check out my other games. Timore Series A Dream for Aaron. Okay, wir gucken uns das vielleicht mal an. Wenn uns das Spiel gefällt, gucken wir uns die vielleicht auch mal an. Thanks to awesome YouTubers. So, Devi Deshane. Nee, komm, für die anderen mache ich jetzt keine Werbung. Nein, Spaß. So, okay, müssen wir irgendwie das Spiel wieder. So. Verstehe ich, warum ich gerade meine Kamera nicht anklicken kann. Das wäre ein bisschen. Wir fangen schon mal an. Who are you? Was? Muss mal eben meine. Ich weiß gerade nicht, warum ich meine. Huch! Ich mich gerade in riesengroß.
Wenn ihr das sehen könntet, ja, komisch. Ich kann es nicht verschieben. Okay, ich muss ich nochmal rüberschieben. Und zwar haben wir einmal Soldier, Medic, Woodsman und War Priest. Medic, Woodsman? Ich nehme mal Woodsman. Ich habe keine Ahnung. Oder der Unterschied ist Dr. Alma Hörden, 1946. Oh shit, ich glaube, ich habe das Spiel schon mal gesehen. Aber nicht im Ganzen, also nicht im kompletten Let's Play. Aber mir kommt das gerade extrem bekannt vor. Ich glaube, muss es leider sagen. Death does not feel fear. Death does, was, has no heart. Project Necro Immortalis, Invisible, was, but dead. Developers note, you can't fight. You can't fight. You must find a way to escape the force. One every single note you find is a clue to a different end of yours. Uncover the story and end it. Ich glaube, ich sag das, wenn ich ein Spiel schon mal gespielt habe oder sonst irgendwas, ich sage sowas ja immer, wenn das nicht blind ist. Und ich glaube, ich habe es bei Corrupted gesehen. Ich habe ihn ja schon öfters erwähnt. Corrupted ist ja einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber. Und der hat ja verschiedene, ich mache einfach nur Let's Plays, der hat halt verschiedene Themenbereiche, unter anderem halt schlechte Horror-Games. Kann ich auch nur empfehlen. Und das gucke ich sehr gerne bei ihm, weil es gibt ja so viele Horror-Games, die kann ich eh nicht alle spielen. Und alles, was ich bei ihm sehe, habe ich auch noch nie gespielt und werde ich auch nicht machen. Obwohl, eins fällt mir gerade ein, wenn ich das heute noch schaffe, das nehme ich tatsächlich einmal selber auf, weil ich die Atmosphäre selber mal erleben möchte. Da komme ich aber nochmal zu. Ich will jetzt nicht abschweifen wieder. Und ich meine, das Spiel hier war irgendwann in den letzten Folgen schlechte Horror-Games dabei. Ah, okay. Und ich muss mal ein bisschen lauter machen, Kopfhörer. Ich höre gar nichts. Weil ich kann mich nämlich daran erinnern, dass der irgendwie hier Woodsman, Priest und sowas auswählen konnte und dass das nämlich total verwirrend war, dass dann da stand, you can't fight. Wo er nämlich dann auch gesagt hat, warum kann ich einen Charakter auswählen, einen mit Attributen anscheinend, ja, oder denkt man zumindest, wenn man sowieso nicht, was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Wenn man sowieso nicht kämpfen kann. Macht auch keinen Sinn. So, hier, Axt. Hä? Wieso konnte ich die Axt denn jetzt nehmen? Ich kann leider das Spiel... Ich muss mal gleich gucken. Das ist sehr leise, ne? Ob ich es vielleicht ein bisschen lauter mache. Wo sind wir denn jetzt hier? Und was ist die Story? Okay, ich kann auch rennen. Aha, was ist denn hier? Trench, was? Depton Hospital Cemetery Bunker. Wo sind wir denn? Das ist hier leider nicht eingezeichnet, wo... Ach, dafür brauchte ich wahrscheinlich die Axt. Okay, sind wir denn jetzt am Bunker oder was? Oder was heißt denn Trench? Ich habe mir vorgenommen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wenn ich irgendwas nicht kenne, dass ich das einfach immer jetzt im Let's Play auch direkt nachschlage. Auch wenn das ein paar Sekündchen dauert. Graben. Okay, dann werden wir hier im Graben sein. Der müsste links, Hospital, Tower, Cement, also der Dingens, Friedhof müsste geradeaus sein. Okay, dann laufen wir erstmal links, ne? Ne, da ist schon mal Zaun. Das ist schon mal scheiße. Okay, wir können... Wieso sind wir eigentlich in so einem Bunker? Oh! Man hat vielleicht ganz dezent gemerkt,
Wie sehr ich mich erschrocken habe, meine Beine. Meine Beine sind beide so. Wenn mein Schreibtisch nicht so hoch wäre, dann hätte ich mir jetzt wahrscheinlich beide Knie gestoßen. Alto Belly. Also das war jetzt ein Jumpscare. Vom Allergemeinsten. Ich war darauf nicht vorbereitet, weil der noch so weit weg war und ich jetzt gerade eigentlich einfach wegrennen wollte. So, ich guck mal eben bei den Endings. Ihr seht das jetzt gerade nicht. Okay, die Endings sind aber noch alle locked. Ich nehme einfach wieder Woodsman. Ihr könnt das ja gerade links unten nicht sehen, aber ich nehme einfach wieder Woodsman. Alter, was für ein verfickter Jumpscare. Und ich wollte gerade die Mucke eigentlich lauter machen. Das lasse ich mal lieber, ne? Ich hoffe, das ist okay. Aber den Umgebungssoundtrack, den fand ich jetzt ein bisschen leise. Aber der Jumpscare war jetzt gerade vom allerfiesesten. Also ich habe ja gerade gesehen, wie krass das ausgeschlagen ist, wie laut das war. Okay. Ich wusste ja nicht, dass dadurch, dass da stand, you can't fight. Uncover the story and end it. Oh. Okay, das ist ein Radio, oder? Was können wir denn damit machen? Okay, wir können die Sachen anscheinend nur benutzen, wenn er uns anzeigt, dass wir sie benutzen können. Und nicht irgendwie ausrüsten oder so. Alter, ey. Ach so, ich kann nicht die ganze Zeit rennen, okay. Warten wir einmal ganz kurz, bis wir uns erholt haben. Jetzt habe ich voll Angst vor diesem Scheißvieh, ey. Ich habe gerade richtig nass kalte Hände. Weil ich Angst habe vor diesem unfassbar beschissenen Vieh. Okay, da ist auch Zaun. Auf der Karte stand auch irgendwo links, müssen wir hin zu dem Hospital. Bin mal gespannt, was hier Silent Hill inspiriert sein soll. Also bis jetzt so umgebungstechnisch noch gar nicht, finde ich. Verpiss dich, Junge. Kann nicht kämpfen. Nimm mal ein bisschen Rücksicht, mein Freund. Oh. Das sieht auch richtig ekelhaft aus, ne? Und man hört, ich habe nichts gehört jetzt, ne? Ich habe den gesehen, aber ich habe, ich dachte zum Beispiel, das Radio wäre jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwie richtig laufen, ey. Das Radio. Okay, hier ist wieder eine Straße, okay. Wäre nicht ganz falsch sein. Wenn das Radio jetzt zum Beispiel halt knistern würde oder so, das wäre ja so Silent Hill Abklatsch. Aber ich habe das viel gesehen und nichts gehört. Das ist ein bisschen gemein. Ich traue mich deswegen auch nicht zu rennen, weil ich keinen Bock habe, dem Vieh in die Arme zu laufen. Tower? Da ist der Tower? Da ist der Friedhof. Ah ja, okay. Dann weiß ich so ungefähr, wo wir sind. Da laufen wir jetzt einfach erstmal zum Tower, ne? Wenn das okay ist. Hä, und Hospital ist auch in der Richtung? Aber das Hospital war doch quasi. Also, wenn der Bunker. Hä? Trench Tower? Das kann doch alles gar nicht stimmen. Tower Usage? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Aber wenn da Trench ist, dann wären wir doch von da gekommen, oder nicht?
Ist im Kreis gelaufen? Boah, hoffentlich gibt es hier wirklich nur den einen Gegner, der jetzt gerade auf der ganz anderen Seite der Map ist. Okay, ich renne doch mal ein ganz kleines Stück. Trench. Boah, bei jedem Baum denke ich jetzt, dieses Scheißvieh kommt auf mich zu. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe, ihr habt euch nicht so derb erschrocken wie ich, ey. Allerdings sind die Schritte so leise, ne? Glaube ich richtig. Was ist da? Da soll angeblich der Bunker sein. Das Zaun. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da will ich nicht. Ach du Kacke. Ja, okay, das sieht natürlich auch eher aus wie ein Graben. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, sieht das ekelhaft. Oh, das ist so eng. Das ist so eng und so. Sackgasse. Boah, wenn jetzt hier irgendwas kommt, ne? Boah, ich kann meine Maus gerade nicht mehr richtig bewegen, weil. Vielleicht sollte ich so schweißabsorbierende Handschuhe erfinden. Für Horrorspiel-Gamer. Vielleicht mache ich damit die fette Kohle und kann doch noch mein Leben in Saus und Braus verbringen. Aha. Ich habe irgendwas gehört hinter mir. Ist mir scheißegal. Ich gehe jetzt weg. Es war rechts unten so klein. Ach du Scheiße. Ich möchte das eigentlich gerne lesen. It killed 10 men at once. They were just waiting in position. The staff sergeant told them to stay close and just wait for the enemy. Jetzt ist es schon wieder weg. Ich habe gerade überlegt, ob ich da langlaufen soll und dann dachte ich so. Nö. Nö. Eigentlich möchte ich hier lieber wieder raus und ich habe vergessen, wo ich lang muss. Das war ja klar. Nee, sorry, also, nee. Wir gehen mal zum Friedhof, da ist bestimmt viel besser. Ich meine, das finde ich nämlich so lustig jetzt gerade auch. Ich meine, wenn ich jetzt gleich fertig bin, muss ich die Folge nochmal raussuchen. Ich meine, das wäre das Spiel gewesen, was Google Update gespielt hat und der wäre hier die ganze Zeit rumgelaufen und hätte nicht einen Gegner getroffen. Da hat man nicht wirklich die Gegner gesucht, wenn ich mich nicht irre. Wo kam der denn jetzt her? Boah, ich muss jetzt weggucken. Ich habe mich so erschrocken. Oh mein Gott, ist das ein abgefucktes Spiel, Alter. Es ist so krass laut einfach. Okay, ich guck mal eben bei Found Notes.
muss das leider wieder einmal so rüberschreiben. Okay, Note 9. Hier kann man das einmal lesen. Die Notiz ist rechts unten. Ja, muss ich einmal hier so. Just wait for the enemy to show up. It happened where the streets crossed that terrible place where they couldn't been attacked. The clone came. All of them are. Okay. Also wir haben wohl. Haben wir dann hier jetzt die letzte Notiz gefunden? Weil die steht ganz unten als Note 9. Also gibt es insgesamt nur, sag ich mal in Anführungsstrichen, 9 Notizen oder was? Endings gucke ich mal eben. Haben wir natürlich noch keins freigeschaltet. Ich weiß gerade nicht genau, was ich von dem Spiel halten soll. Das ist jetzt gerade ein bisschen. Da steht Click Me, Jesse's Son. Warum ich das gerade jetzt. Erstmal sieht es gruselig aus, weil das hatten wir vorher nicht. Wir hatten nur die 4 hier zum Auswählen und jetzt auf einmal können wir da unten draufklicken. Und was mich jetzt gerade so stutzig macht, ist, mein Account bei Steam heißt der Jazzman. Also mein eigentlicher, ursprünglicher Spitzname von schon 30 Jahre oder wie lange ich den schon habe. Heißt bei Steam nirgendwo Jesse Sun. Das ist mein Spitznamen, den ich mir selber vor ein paar Jahren gegeben habe. Das finde ich jetzt gerade extrem gruselig. Okay, ich klicke mal eben drauf. Moment. Ich gebe das mal eben wieder rüber. Ich klicke jetzt drauf. I'm sorry. I was turned into this thing by Dr. Herden and Priest Temios. I killed them right when I turned into this monster. I killed everyone. Please forgive me for what I've become. Something is controlling me now. Something evil. But why are you still here? And why do you keep coming back? Maybe you could help me? Maybe you could become the death of me. Okay, jetzt sieht der Start. Ach nee, da kommt's. Okay, ich dachte, der Startbildschirm ist jetzt irgendwie auch anders. Was war das jetzt bitte? Es war kein Ending. Wir haben Endings immer noch alle locked. Wenn ich jetzt ein neues Spiel mache, steht auch alles wieder wie vorher. Okay, das macht das Spiel. Also ich muss sagen, jetzt gerade als wir die erste Runde gespielt haben oder beziehungsweise die zweite Runde, das ist für mich einfach so ein bisschen wie ein billiges Jumpscare-Horror-Game aus, ne? Obwohl der Jumpscare echt übel ist. Auch beim zweiten Mal habe ich mich jetzt mega erschrocken, weil er wieder sehr, sehr unerwartet kam. Obwohl ich mich die ganze Zeit umgeschaut habe. Aber diese Szene jetzt gerade fand ich mega creepy. Okay, ich glaube, ich gebe dem Spiel nochmal eine Chance. Auch wenn ich echt... Boah, ich habe so Angst jetzt vor den Jumpscare, ne? Ich habe mich gerade beim zweiten Mal auch so extrem erschrocken einfach. Also wenn ich schon weggucken muss so, weil ich sonst einen Herzinfarkt kriege. Wir machen jetzt hier aber Aufnahmepause. Ich trinke auch nochmal ein Schlückchen und dann machen wir die nächste Runde, spielen wir dann mal weiß nicht, nehmen wir einfach mal Soldier oder irgendwas anderes und gucken mal, ob wir dann auch woanders starten vielleicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit einer Valdirian-Palette und ein paar Tropfen und
Aber ich muss gerade echt ein bisschen runterkommen. Vielleicht trinke ich mir ein Schlückchen Sake. Das ist eine gute Idee. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Folge. Bis dann.